Nee, warte. Ach so. Nee, nee, wir gehen das mal hier hin. Ach, Brei? Breioscheiben, ne? Sucht ihr ein Bett? Ihr werdet zufrieden sein. Sehr gute Wahl. Ja, ja. Sehr gute Wahl. Wir brauchen also als erstes, du wirst wieder dein Waffenset wechseln. Zuberan braucht Kriegsbolzen. Aurelia braucht Pfeile. Hier. Stumpfe Pfeile. Das sind ja nur 7. Wir sind jetzt. Komm, wir nehmen mal die Brandpfeile, oder? Ach komm, das sind wir gar nicht so. So, das war das. Dann gibt ihn. Achso, den wollten wir erst dann. Das ist nicht schlecht. Ist das jetzt. Warte mal. Das hier und das Langschwert ist. Ach, das ist ja Zweihänder. Nö, ist doch kein Zweihänder. Wenn ich jetzt das Langschwert hier rein. Jo, passt. Konchoma. 1W6 plus 4 plus 2. Ich verstehe das nicht. Was machst denn du jetzt? Nee. Das sollst. Das hier ist schon in Ordnung. Ich verstehe das immer nicht. 1W6. 19, 16, 20. Hä? Ich verstehe es nicht. Versteht's ihr? 1,50, 1,90, 19, 16, 20, 16, minus 1, Initiative. Ach, ich nehme jetzt das. So, verkaufen wir. Noch was. Klar. Und den Konsumer. Mir geholt jetzt. Aber wir könnten mal schauen. Schäbige Gürtel. Ja, nee. Ja, nee. Pass auf dich auf. Dummkopf. Wie wär's eigentlich? Und? Wenn du noch ein paar Bolzen oder sowas hättest. Ja. Kuliska-Handschuhe, Kuliska-Beinlinge, Kuliska-Schuhe, Kuliska-Langela, Nitana, Langaxt, aber ist ja Zweihand. Hose, Robe. Macht Feuerschaden, magischen Schaden und alles nach oben bringen. Muss ich schauen. Kuliska, du hast das alles, ne? Und es ist alles so... total gut, oder? Plus 3, 4, 10, 90... Naurim. Ja, was weiß ich. Prosperanischer. Bronzehelm. Der fehlt mir ja immer noch. Der prosperanische Bronzehelm. Ne? Ja, was wollte ich? Ach so, ich wollte ja eigentlich zu Aurelia. So, Aurelia. Ach, du hast das. Nee, dann sofort. Warte. Hose. Ja. Das Kuliske-Zeug, der Gambeson-Hose. Keine Ahnung. So, du bekommst, meine Liebste, eine anständige Hose. Und dann können wir den Mist hier weghauen. Okay. Und dann kommen wir wieder in das Gefängnis, in den Kerl. So, jetzt. Ach ne, gehen wir erst hier hin. Ich meine, da wären wir sowieso hingekommen. Davon abgesehen, oh, das sieht gefährlich aus.
Das sieht mehr als gefährlich aus. Hm. Da haben wir einen Bogenschützen. Da haben wir einen Bogenschützen. Wir können uns hier verbarrikadieren, ne? Ich bleib mal hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich sollte hier bleiben. Den stell ich mal hier hin. Dich stell ich bleib auch mal hier. Mal schauen. Gut ausgewichen, Aurelia. Danke dir. Ah, da ist noch ein. Wir sind mehr als gedacht. Von den Bogenschützen. Mehr als gedacht. Und die ist schon wieder verwundet. Die muss ich... Müsste ich dir mal in Selbstbeherrschung nach oben bringen? Ja, gar nicht so schlecht, ne? Was ist denn hier? Hm... Das hier wäre doch nicht so schlecht, ne? Genau, kommt her! So, was kann ich noch? Ich könnte das hier, aber das wäre doch ein bisschen für die Katz. Geh mal hier hin, meine Liebste. Und nimm dir mal den aufs Korn. Vielleicht wendet er sich ja gegen seine Kameraden. Na, könnte ja sein. So, du gehst mal hier hin. Und dann nehmen wir uns den zur Brust. Und du genau hier. Schaffst du niederwerfen? Probieren wir es mal. Ja. Ja, Takati. Ich weiß noch nicht so recht, was ich mit dir mache. So recht weiß ich es nicht. Ich gehe mal hier hin. Der ist gefährlich. Der sieht schon gefährlich aus. So, wir hauen jetzt alle auf den drauf. No. Nein! Doch. Dann, du darfst nochmal. Oh, der sieht wirklich mehr als gefährlich aus. Da hilft ja nur... Ich könnte natürlich nochmal Gift auflegen, ne? Das hätte ich machen sollen. Blöde... Boah, so, halt. Da. Dem können wir auch noch eine draufhauen. Aber... Da müsste ich wahrscheinlich hier rendern, ne? Hm. Müsste aber eigentlich... gegen die hier was unternehmen... In die Bande hier. Wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich dann hier drauf schießen. Probieren es trotzdem mal. Ich würde es trotzdem gerne mal probieren. Ja, na dann. Ach, ich kann dann hier das unter Feuer setzen, ne? Wenn der hier bleibt. Das haben wir hier nicht bedacht, glaube ich. So. Geh mal hier hinten hin. Und pass auf, du machst mal deinen vollen Zorn. Der war nett, dein Zorn. Der war mehr als nett. Auch wenn sie gleich wieder aufstehen, haben wir eine Runde gewonnen. Ach, der ist hierher. Schade. Gegen den wollte ich eigentlich noch nicht kämpfen. Na, warte mal. Ich gehe mal hier runter. Oh, blöd. Vielleicht kämpft er ja doch gegen seine Kameraden. Ja, ich glaube aber nicht so richtig. Niederwerfen? Den? Tatsächlich. Geh mal hier runter. Und hau dem eine drauf. Oh, der war gut. Oh, der war gut. Der haben wir den fast.
komm, die steht hinter so, habe ich gedacht. Ah, der geht wirklich weg, ne? Für was? Der geht weg. Für was mache ich denn dann das, wenn er eh weggeht? Dann ist es doch für die Katz. Ach, dann schlägt er ein bisschen mit drauf. So. Dich könnten wir. Dich könnten wir. Dich machen wir. Zack. So, du musst dich trotzdem erstmal heilen. Der brauche ich da wenig Selbstbeherrschung. So ein bisschen zumindest. So, probier nochmal dein Glück. Nee, du machst nicht. Du gehst jetzt auf den. Hat ja keinen Sinn. Zack. Dann lieber du. Und Takati noch dazu. Dann haben wir den hoffentlich, ne? Ah, mach mal. Haben wir den großen Meister. Ja, dann müssen wir doch schon wieder zurück. Wir riechen ein sowas von auf. Die Bogenschützen. Die regen ein sowas von auf. Was ist denn hier passiert? So, dann geh bitte hier rauf. Damit die blöden Bogenschützen, die machen einen Wahnsinn. Ah! So, Todesstoß. Danke. Ah, dann ist er tot. Ach, nee, ich bin zu meinem Zwerg. Dann könntest du dich eigentlich mal ein wenig zurückstellen. Vielleicht hilft dir das was. Hättest du die ganze Zeit schon machen können. Vertragen wir noch? So, jetzt geht's los hier. Kannst du vielleicht... Nee, kannst du wieder nicht. Na dann eben nicht. So, dann du niederwerfen. Zack. Du haust ihm volle Kanne wieder deinen Todesstoß drauf. Und dann schauen wir, was die die treffen den immer zu. Blöden Bogenschützen wieder machen. Und da ist er tot. Ich hasse diese Bogenschützen. Ich hasse sie. Passt auf, ich gehe gleich mal hier vor. Denn der ist ja tot, ne? Hier ist ja keiner mehr. Dann können wir hier hin. Und... Nee, mach gleich dein Zweihänder, ne? Und dann kannst du das Ganze dann beenden. Ach so, nee. Ah, Gott sei Dank. Ich habe gar nicht drauf geschaut auf die Prozentzahl. Auf die Chance. Naja. Klappt doch, ne? Obwohl unsere Zauberer tot sind, dummerweise. Wer ist der Nächste? Aber da... Entweder ich müsste gleich zu den Bogenschützen hin. Wäre so eine Idee. Irgend sowas. Ja. Aber die zwei, die kriegen wir auf. Da mache ich mir echt keinerlei Sorgen drum. So, wir übernehmen den. Da können wir nämlich hin. Da kommen wir ran. Hauen den um. Der andere, unser guter Freund Takate, geht hier hin. Trifft sogar bei 75%. Und dann machen wir dem Ganzen doch ein Ende. Achso, nee, 45 mache ich auf keinen Fall. Na, das war mir sowas von klar. Die wollen einfach nicht. Zack, da liegt der.
Ja, nee, also gegen Takate kannst du es vergessen, mein Freund. Das kannst du vergessen. Takate ist so in Ausweichen gesteigert. Oh, da können wir doch mal unsere Proviant-Pakete auspacken, ne? Unsere Butterbrote. Ach so, nee, wir müssen zurück. Wir müssen echt zurück. Weil wirst du einen blöden Heiler wieder brauchen. Such dir ein Bett. Ihr werdet zufrieden sein. Da müsste ich mir... Sehr gute Wahl. Ja, da müsste ich mir die... Senior? Senorita? Das haben wir gleich. Heilbinden müsste ich mir damit nehmen. Aber das ist irgendwie blöd, finde ich. So, gut, wieder raus. Gehen wir rein. Müssen wir wieder kämpfen? Nee. Also jetzt, Kampf gegen die Prophetin. Bin ich mal gespannt, was das für ein Kampf wird.